Servus. Servus, Leute. Heute rauchen wir einen Mix. Einen guten Mix. Und zwar, ja, das ist die falsche OVP. Also wir rauchen Serbetli für sich. Serbetli für sich. Und Elements Honigmelone. Alle Elements Butter mit der Elements Sweet Melon heißt sie, glaube ich, oder Honey Melon, Sweet Honey Melon, glaube ich. Nur lasse. Und ja, Schnitt haben wir ja gerade kurz gezeigt. Von dem Elements ist er sehr, sehr fein, wie man halt vom Elements kennt. Und Serbetli finde ich das immer fein und feucht wie jeden. Also hier sieht man es nochmal ganz kurz, da oben sieht man die kleinen Stückchen, sehr fein. Serbetli ist, wie ihr schon sagt, auch noch feiner und der ist wirklich sakrisch feucht. Ausländischer. Ja. Genau. Kommen wir erstmal zum Geruch. Vom Elements. Riecht sehr schön süß, fruchtig nach Honigmelone. Anders kann man es nicht beschreiben, richtig schön natürlich. Der Serbetli Pfirsich riecht nach Pfirsich und ich finde, der hat so eine leicht hölzerne Note. Also finde ich, wie, als ob der Kern noch, wie, als ob da ein Kern nicht an der Frucht, sondern ein Kern liegen muss von Pfirsich. Ja, könnte sein, aber ich finde, es riecht eher so Pfirsichringartig. Ja, so die Pfirsichringe. Ja, ich jetzt. Aber ich glaub, weiß nicht, ob die Türken es kennen. Das ist die Frage. Ja, kommen wir mal zum Geschmack und zum Rauch. Ja, machst du einen Geschmack. Das macht das Beste daran. Ja, man schmeckt den Pfirsich deutlich heraus. Im Kopf sind circa 2 Drittel, ein bisschen weniger wie 2 Drittel Honigmelone und ja, den Rest halt von dem Serbetli Pfirsich. Und das, ja, sagen wir mal, der Serbetli kommt sehr hart raus. Ja. Honigmelone wird dadurch ein bisschen unterdrückt. Ja, aber es gibt eine seit leicht, also eine noch süßere Note als eh schon ist. Ich finde, es passt sehr gut zusammen. Ja, Mischung ist super. Jetzt kommen wir zum Rauch. Ja, kann man nichts sagen. Die Kohlen ist gerade versetzt. Davor war der Rauch noch extremer. Also könnt ihr noch kurz demonstrieren. Ich drehe sie auch mal. Ganz schön. Das ist richtig schön. Ganz schön dein Pizza. Ja, das ist einfach nicht so, wenn ich so drauf bin. Ja, genau. Es gibt euer Bett besser. Also Rauch passt auf jeden Fall. Okay, so feucht wie der ist, ist es auch irgendwie logisch. Der Honigmelone ist auch, habe ich auch schon angefeuchtet und daher kann das eigentlich nicht rauchen. Also die Mischung ist super, der Geschmack ist geil, der Rauch ist Hammer. Setup im Kaya Vortex, Glaskopf, 2 Lagen Havana Alufolie, Feldlogo, 2 Mikros in der MPS mit einem Nemerhaus und einem Schiko Hurricane 2.0. Ja, und sonst, gibt es da irgendwas Wichtiges? Nee, Kaufempfehlung, Mischempfehlung. Wir könnten höchste Punkte für die einzelnen Tabaksorten geben. Ja, das kannst du ja. Aber nicht. Das kann man jetzt nicht so gut machen, außer vielleicht mit der Betli, weil der schmeckt bald raus. Aber ja. Also ich gebe der Mischung 10 Punkte. Der Mischung gebe ich auch 10 Punkte, ja. Ja, dann warst du schon wieder verliebt. Wir verabschieden uns. Heute an diesem 10.2.2012. Wir melden uns dann bald wieder mit einem nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, Grüße gehen raus an Lübehaus, Nagil Shop Karlstadt, Puka Freaks, Sven Krupel, Master Rubas. Ja, das waren sie, oder? Das war's. Und die restlichen Spaß natürlich. Ja, die heute nicht da sind, weil sie alle gut sind. Ja, die spasten alle gerade ein bisschen ab. Einer zum Beispiel mit Modern Warfare 3. Passiv. Der andere, der schön kann, das wäre zu.
Ja, also mehr kann man nicht sagen. Blubberhaus, schau da mal rein in den Shop. Die haben auch den deutschen Zerbitel, den muss man anfeuchten. Aber der schmeckt eigentlich, also vom Geruch her und vom Geschmack ist es der gleiche, wenn man anfeuchtet. Elements haben sie auch da, also da könnt ihr bestellen. Und der Moment hat auch Elements, ja. Der hat genug da. Schau bei ihm vorbei und lass ihn immer überzeugen. Könnt ihr nichts falsch machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.